Hallo, heute möchte ich endlich mein Feedback abgeben zum Rewire and Reconnect Retreat, was wir auf Mallorca hatten. Das ist jetzt fast 2 Wochen her und ich habe gemerkt, wie krass das einfach nacharbeitet und wie lange ich selbst damit beschäftigt war, die Sachen zu verarbeiten. Viele Freunde hatten mich schon gleich direkt, ich glaube, ich bin gerade mal gelandet in Berlin, und da hatten mir die meisten schon gefragt, so, und wie war es? Erzähl mir alles. Und ich dachte mir so, wow, ich kann noch gar nicht reden. Ich bin noch total in meiner Bubble und irgendwie so, als wäre ich in eine ganz neue Welt gekommen. Und ich musste erst mal gucken, wo bin ich hier und wie stehe ich dazu und wo stehe ich in dieser Welt, die ich in Berlin habe. Ich war einfach nach der Landung und auch viele Tage danach noch so beseelt, dass ich gar nicht. Ich wollte tatsächlich auch einfach mal nicht reden und das kommt bei mir wirklich selten vor. Ich war einfach so in mir, also bei meiner Wahrheit, dass ich einfach ruhig sein musste für eine Weile. Wo stand ich vor dem Retreat? Vor dem Retreat war ich sehr all over the place. Ich war sehr hibbelig und überall und hatte sehr viele Fragen, die mich gequält haben. Vor allen Dingen, was so meine Sexualität angeht innerhalb meiner Beziehung, was Beziehung generell angeht und also zwischenmenschliche Beziehungen auch angeht. Sehr viele Fragen, sehr viel Verwirrung. Ja, und das waren einfach Fragen, auf die ich keine Antwort gefunden habe. Aber ich habe ganz, ganz in mir drin so ein ganz tiefes Verlangen gehabt nach. Mein Herz wusste ja eigentlich schon die Antwort, aber ich kam nicht damit raus. Und weil da immer mein Ego kam immer, da gesagt, nee, du kannst ja aber so nicht machen. Und dann bin ich nach Mallorca zu Christoph und Kim und schon alleine die Eröffnungszeremonie. Ich bin in diesen Raum reingekommen, ich habe sofort geheult. Ich habe so viele Tränen vergossen. Und umso mehr dieses Retreat seinen Lauf nahm, umso mehr kam ich einfach zu meiner Wahrheit und zu meinem Herz. Und ich hatte einfach nonstop, alle 5 Tage lang das Gefühl, mein Herz sagt, sie hört mir endlich zu. Endlich ist sie da. Endlich ist sie in meinem Herzraum. Und am allermeisten gefallen hat mir, dass wir auch einfach mal geschwiegen haben. Dass wir gelernt haben, uns in die Augen zu gucken, ohne irgendwas zu erwarten oder ohne irgendwas geben zu müssen, was wir vielleicht eigentlich gerade gar nicht geben wollen. Aber auch diese Liebe, dass ich einfach vor den anderen Frauen so pur sein konnte, so weiblich, wie ich bin und der Mensch, der ich bin, einfach sein konnte, ohne Kompromisse. Egal wie, einfach sein. Vor allen Dingen war das so schön, dass man mal einfach Emotionen zeigen durfte. Also, wir sind ja diejenigen, die uns das nicht erlauben, aber in diesem geschützten Raum habe ich sehr schnell gemerkt, ich muss mich hier nicht verstecken. Ich kann hier weinen und lachen und ich könnte hier sogar losschreien. Und niemand würde denken, was hat die denn jetzt? Sondern jeder würde denken, so, ja, es hol jetzt raus. Und das war so, ich habe mich so kindlich und so erwachsen zugleich gefühlt. Beide Teile durften da sein und das war so schön und das war so, 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 so heilsam. Ihr könnt schon wieder weinen, wirklich. Das war so schön. Ich kann es gar nicht begreifen. Ich kann es immer noch nicht greifen. Einfach zu lernen, empfangen zu dürfen und geben zu dürfen, aber ohne diese Erwartung. Das war so heilsam und diesen Respekt und diese pure Liebe, die wir da füreinander empfunden haben. Vor allen Dingen auch die Angst davor zu verlieren, auch mal Sachen anzusprechen und zu sagen, hey, irgendwie fühle ich mich damit komisch.
ohne Angst haben zu müssen, dass da eine Beziehung irgendwie kaputt geht, dass da irgendwie ein Konflikt entsteht. Es ist einfach nicht entstanden, weil wir so offen und ehrlich miteinander waren. Und genau das habe ich jetzt auch nach dem Retreat für mich mitgenommen. Ich habe diese Angst davor verloren. Ja, diese Angst vor Konflikten, dieses Harmoniebedürfnis, das harmonisiert, wenn man einfach offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und das habe ich gelernt. Ich durfte erfahren, wie es ist, bedingungslos geliebt zu werden und wie es sich anfühlt, bedingungslos zu lieben. Und das ist einer meiner größten Learnings. Und auch so gehe ich jetzt raus. Also alleine schon die ganzen Übungen, die wir dort gemacht haben, die mir natürlich alle fleißig aufgeschrieben habe, damit ich die bloß nicht vergesse. Ich habe so viel mitgenommen, was ich heute einfach in meinen Alltag integrieren kann. Und vor allen Dingen habe ich jetzt endlich Antworten auf die Fragen, die mich so gequält haben, zu der Sexualität in Beziehung, zu dieser Frage, erwarte ich zu viel? Ist das, was ich mir wünsche, ist das möglich? Aber dann habe ich Christoph und Kim angeguckt und dachte mir so, hell yes, fuck ja, es ist möglich. Kim und Christoph haben uns, beziehungsweise mich angeleitet, herauszufinden, was mir mein Herz sagt, was meine ganze Seele möchte. Und das habe ich jetzt begriffen. Das habe ich einfach begriffen. Und dass Sexualität so viel mehr ist als einfach nur Sex. Ich würde dir dieses Retreat wirklich sehr empfehlen, wenn du einfach diesen Durst hast nach mehr, wenn dir deine ganze Seele und dein ganzer Körper sagt, I thirst for more. Ich brauche mehr als das, was ich gelernt habe in meiner Kindheit oder was die Gesellschaft mir gesagt hat. Nicht alle Kindheiten erzählen dir schlechte Dinge. Aber einfach mal alle Konzepte aus dem Kopf zu löschen. Wenn du da merkst, so, ah ja, ich bin irgendwie, mein Herz, alles will hier raus, ich ziehe hier dran, weil das Innere nach außen möchte. Und wenn du diesen Pull spürst, wenn du diesen Zug spürst, wenn du merkst, mir fehlt irgendwas, ich habe, hier ist noch irgendwie Luft nach oben, dann ist dieser Retreat absolut gut für dich. Und das ist viel mehr als nur eine Reise nach Mallorca. Das ist eine Reise in dein Herz und in dein tiefstes Inneres, wo dein Herz sagt, she's listening to me.